Ja, ich glaube, mit der ersten Halbzeit können wir auf jeden Fall nicht zufrieden sein. Wir haben zu ängstlich gespielt, haben nicht genug Druck gemacht auf Barca. Und dass Barca eine Weltklasse-Mannschaft ist, das haben sie uns deutlich gezeigt. Ja, erste Halbzeit zu mutlos. Zu viel Respekt gehabt, glaube ich, vor dem Gegner. Und dementsprechend gehen wir, glaube ich, auch verdient mit 3-0 in die Halbzeit. Wobei man sagen muss, dass die ersten zwei Tore über Standards gefallen sind, was wir auch ein Stück weit angesprochen haben. Aber unterm Strich, glaube ich, wie gesagt, eine erste Halbzeit, die einfach zu mutlos war. Und das haben wir einfach angesprochen, dass wir nur lernen können, wenn wir auch versuchen, mutig zu spielen. Das haben wir die zweite Halbzeit, glaube ich, deutlich besser gemacht. Natürlich war Barcelona immer noch drückend, aber ich glaube, dass wir auch versucht haben, das hat man gesehen, auch länger eine Ballbesitzphase zu haben, hatten zwei, drei gute Umschaltmöglichkeiten und ja, das ist so das Fazit von der ersten Begegnung in Barcelona. Wir können mitnehmen, dass wir in der zweiten Halbzeit deutlich besser gespielt haben, uns was zugetraut haben, auch die eine oder andere Konterchance hatten. Ja, natürlich müssen wir das besser ausspielen. Manchmal hatten wir auch 3-2 vorne und machen trotzdem nicht das Tor. Aber wir nehmen mit, dass wir mutiger spielen können, uns auch Torchancen erarbeiten können und hoffen natürlich, dass wir es im Rückspiel enger gestalten können. Ja, das auf diesem Niveau, und das ist für mich die beste Mannschaft, die es aktuell gibt im Frauenfußball, entscheiden Kleinigkeiten. Wenn man nicht schnell genug rausschiebt oder verschiebt, dann sind die Räume da, wo so ein Gegner eiskalt ausnutzt. Und ich glaube, das sind Sachen, aus denen können wir auf jeden Fall auch unsere Lehren ziehen. Und wir wollen es deutlich besser machen, dann wie in der ersten Halbzeit, gerade im Rückspiel. Und wir haben jetzt das erste Spiel gegen Barcelona gehabt und ich glaube, im Rückspiel haben wir nicht mehr diesen großen Respekt oder Angst und die Reaktion möchte ich einfach von der Mannschaft sehen dann auch. Ja, so wie in der zweiten Halbzeit, einfach mutiger spielen, uns mehr zutrauen, auch von hinten raus zu spielen, mehr Ballbesitz haben und dann die Räume, die da sind, auch wenn sie klein sind, versuchen zu nutzen.